Hallo, mein Name ist NG von den Konsolenprofis und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mass Effect Andromeda. So, ich habe das Problem gelöst. Ich musste den Spielstand neu laden. Und dann kam nämlich noch eine dritte Welle von den Cats, sorry, Leute. Und dementsprechend kann ich jetzt hier dann das Ding aktivieren. So, wie versprochen, das machen wir halt zusammen, ne? Nichts wie hin, bevor doch noch mehr kommen. Nice. Ein Korgane, Alter. Das war ziemlich cool. Oh, klar war es das. Ich weiß immer noch nicht, wer Sie sind. Ich bin der Pathfinder. Tatsächlich? Oh. Nennen Sie mich Ryder. Drak, Nakmor Clan. Sie verzeihen, dass ich Fremden von der Nexus nicht vertraue. Sie haben uns Korgana nicht gerade gut behandelt. Was machen Sie hier draußen? Die Monolithen überprüfen. An dem hier waren die Cats sehr interessiert. Sie haben hier wohl schon sauber gemacht. Sind Sie traurig, dass keine übrig sind? Die Nexus weiß nichts über die Cat. Sie wähnt sich sicher und wartet im Weltraum doch nur auf den Tod. Ich bin jetzt schon eine Weile im Einsatz. Ich schalte Cat-Basen aus und bekämpfe Bodentruppen. Ich weiß, was sie können. Schön ist es nicht. Wissen Sie, wir könnten einen Korgana wie Sie gebrauchen, Drak. Schmeichelhaft, aber wissen Sie, wie viele Menschen ich schon sterben gesehen habe? Sie sind Fleisch und behindern mich nur. Außerdem helfe ich den Nexus erst an dem Tag wieder, an dem die Wolken sich teilen und die Kette hinüber sind. Nichts mehr ungut. Schon okay. Gut, denn langsam langweile ich mich und die Kette werden immer stärker. Sie scheinen sich besonders für diese Alien-Tech zu interessieren. Die Relikte? Ja, genau die. Ich suche mir jetzt was, worauf ich schießen kann. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Jo, mach mal, Junge. Kannst ja schon den nächsten aufräumen. So, gibt es hier sonst noch was? Weil hinten durch das Fenster, das habe ich alles schon abgescannt. So, dann würde ich sagen, gehen wir zu diesem Monolith und scannen den nach Glyphen ab. Jetzt können wir ja, Gott sei Dank. Ist halt schon bitter, dass es sich dann so einen scheiß Bug gelegen hat, ne? So, jetzt muss man halt nur mal jetzt hier die Glyphen suchen. Die es hier irgendwo wahrscheinlich wieder gibt. Also die Scanner scannen hier was zwar was an, aber. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier irgendwie hier nach oben kommen, so wie es aussieht. Die Strahlenbelastung nimmt zu.
Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. So, würde ich sagen, aktivieren das erstmal, bevor dann wieder was kommt. Ich glaube, wir brauchen mehr Glyphen. So, dann schauen wir doch mal, ob wir hier irgendwo Glyphen finden. Die Strahlenbelastung nimmt zu. Ich registriere Strahlungsschäden. Lebenserhaltungssysteme sind offline. Ja. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein. Ja, Kollege, ich glaube kaum, dass du mir hier jetzt irgendwo noch einen Glyph hast. Muss ja hier irgendwo, muss die also finden sein. Also so funktioniert es auch nicht. Ach, heje, heje, heje. Ich sehe schon, es wird schon wieder so eine Fail-Folge. Also ich gehe stark davon aus, dass wir auf diese beiden gehen müssen. Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Die Frage ist halt nur, Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Ach Freunde, das ist doch nervtötend hier. Da guckt ihr mir schon wieder 10 Minuten zu. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal hier einen Cut und werde dann schauen, wie es dann weitergeht. So, wie versprochen, hier sind wir wieder zurück. Also, ey, ich sage euch, das ist so easy going, ey, meine Fresse. Da rennt man immer so lange rum dafür. Das glaubt ihr gar nicht. So, und zwar hier hoch und dann war es das schon. So, dann schauen wir doch mal. So, und das gleiche geht jetzt auch dann hier drüben, nehme ich mal an. Ne, hier ist hier keins, also wird das dann wahrscheinlich hier drüben drauf sein. Aber das erreichen wir dann hier auf die gleiche Art und Weise. Dann hier stand ja auch so eine, ja. Freunde, 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 das ist immer so blöd von Spiele sein, ohne Scheiß. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Eingaben. Das hat irgendwas bewirkt. Ich sehe überall Bahnen aufleuchten. Die Monolithen resonieren. UVK-Kontakt? Tja, was auch immer passiert. Auf jeden Fall verbinden sie sich. Gut,
gute Arbeit. Machen Sie weiter. Eigentlich sollte das schon jetzt aufhören. So, dann steigen wir jetzt wieder in unseren Nomad und fahren dann zum nächsten Relikten. Hoffen schon, dass es da wieder so eine Scheiße passiert. Erst kommen die Gegner nicht, dann so eine Scheiße. Oh mein Gott, also in dem Let's Play läuft das momentan gar nicht, Alter, weil das wieder alles eine Aufnahmesession ist. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Ja, meine Güte, fahren wir eine Rückwärtsrunde. Oh Mann. Also ihr seht, es läuft eigentlich gar nicht mehr. Aber naja, so ist es halt. Wir schön halt hier nicht so, wir bringen das Let's Play halt so raus, wie es ist. Darauf legen wir sehr großen Wert, dass wir authentisch rüberkommen. Und wenn wir halt nur so blöd sind für eine Stelle, dann ist es halt wirklich so. Gute Arbeit! So, müssen wir hier lang? Ja, stinkt man schon. Sehen Sie, dort gibt es Schutz, Wasser, festen Boden. Die Stelle wurde wegen der starken Camp-Präsenz bei dem nahen Reliktbauwerk nicht berücksichtigt, ist aber in der Tat ideal für einen Außenposten. Cat und Relikte. Es kommt mir so vor, als würde man die einen nie ohne die... Die Jungs von Anlage 1 haben sich auch für die Monolithen interessiert. Haben sie was rausgefunden? Nur was man auf die harte Tour lernt. Aber hey, jetzt sind sie hier. Das scheint doch schon etwas angenehmer auszusehen. Keine kritischen Strahlungswerte registriert. Noch mehr Reliktbots. Aber die scheinen nicht feindselig zu sein. Ja, trotzdem kämpfen wir die jetzt erstmal. Oh, Aim aus der Hölle schon wieder, ey, oh nein. Ich hab wieder gerade eine volle Gesundheit abgeholt. Und hier der Jimmy, der hier rumläuft, der die Kleinen da macht. Oh, Aim von der Hölle. Ach, da hinten ist hier noch einer. So, dann haben wir die Dinge schon mal erledigt. Jetzt müssen wir hier schon wieder nach Glyphen suchen, aber wir nehmen jetzt erstmal hier die Sachen mit. Ich registriere. Lexi, wir haben eine weitere Kolonistin gefunden. Es sind so viele. In Ordnung, schicken Sie mir Ihre Daten. So, es muss ja jetzt hier irgendwie. Ich muss das Interface benutzen, das dieses Ding steuert. Gute Arbeit. Ja, seht ihr, das gehen wir sogar jetzt auf Anhieb. So blöd bin ich dann doch wieder mit.
So, aber die zweite könnte wahrscheinlich hier drüben sein. Danke für die Unterstützung. Eingabe akzeptiert. Ja, komm. Ich orte in diesem Gebiet keine weiteren Büffel. Sehr gut. So, dann hätten wir die Scheiße jetzt endlich abgeschlossen. So, was Relikt? Schlüssel umgehen. Zuweisen kein Zeitspalter. Okay. Schlüsseln Sie den Reliktcode. Indem Sie den Rast der Glyphen zuweisen. Keine Zeile, Spalte oder markierte Form darf dieselbe Glyphe mehrmals enthalten. Jetzt haben wir schon wieder so eine Scheiße, Alter. Oh mein Gott. Was benutzt sie? Eine Schlüsselsuche. Interfacing fehlgeschlagen, Pathfinder. Verteidigungssysteme werden aktiviert. Ja, okay. Ich hab gedacht, man kann die Klüten wieder schieben oder so. Da wurde eines Besseren belehrt. Probieren wir es jetzt noch einmal. Interfacing fehlgeschlagen, Pathfinder. Verteidigungssysteme werden aktiviert. Also Leute, irgendwie bin ich so blöd dafür, ganz ehrlich. Können wir denn hier machen? Es dient offenbar dazu, aus dem Boden kommende Konsolen neu auszurichten. Das könnte ziemlich nützlich sein. War ja, nützlich. Hilft uns gerade mal ein Scheiß, Alter. So, wenn man 100% drücke ich. So kann ich die Konsole jetzt nicht verwenden. Jetzt kann ich das Ding nicht verwenden. Willst du mich verarschen? Ach Leute, ihr seht, es läuft momentan gar nicht rund. Jetzt kann ich diese Konsole nicht mehr aktivieren. Ach Leute. Ist das so deprimierend. Das gibt's echt zum Verrecken, ey, Alter. Ohne Scheiß, so viel Pech kann doch keiner haben, in einer Spielaufnahme so viele Fails zu haben.
Gibt es hier vielleicht irgendwo noch einen Roboter oder so, der rumrennt? Ich glaube, im Schnitt. Okay, Leute, ich glaube, das ist hier schon wieder irgendwie ein Bug, der nicht weiterlässt. Ich mache jetzt hier auf jeden Fall die Aufnahme zu Ende und ich werde auch heute nicht mehr weiter zocken, weil ich sag's euch, es ist so nervtötend, die ganze Scheiße hier, die ganze Zeit. Die ganze Zeit hier den Kram zu machen, ja, und kommst dann nicht weiter, weil hier andauernd hier so eine Scheiße passiert, wo es nicht weitergeht, weil das Ding nicht markiert, ja. Ihr seht, ich kann nichts betätigen. Naja, dann trotzdem danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge auch trotz dieses Mega-Fails schon wieder gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keins unserer Videos mehr verpassen wollt, lasst einfach ein Abo da. Macht's gut, ciao.